Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, die Woche Pause hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich habe mal wieder einiges gelesen. Deswegen denke ich mir, es würde wahrscheinlich auch, ja, sinnig sein, erstmal mit einem Lese-Update zu starten. Aber ich wollte nur sagen, ich habe ein Video gedreht und ich habe so eine tolle Halloween-Kerze da. Und ach, wenn der Vlog online geht, ist das ganze Zeug auch schon wieder vorbei. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit einem Lese-Update. Es ist so schön, dass ich mal bei Licht von draußen drehen kann, weil A, haben wir es jetzt noch ein bisschen früher, weil ich ja Urlaub habe, und B, scheint heute auch wirklich den ganzen Tag die Sonne. Das ist ganz schön. Aber zum Thema Leseupdate, es ist ja einiges passiert, wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen nicht mehr gesehen. Ich möchte gar nicht so viel zu den nächsten beiden Büchern erzählen, weil wenn dieser Vlog online kommt, dann steht, glaube ich, auch schon der Monatsrückblick in den Löchern und in den Startlöchern so rum. Und ja, dann habe ich nicht mehr so viel Neues da zu erzählen. Aber nur um es einmal mitzuteilen, ich habe den ersten Band von Magisterium in der Leserunde beendet. Und ich fand es besser, als ich dachte tatsächlich. Also ich fand es schon sehr spannend. Allerdings fand ich, dass auch viele Sachen so ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also man merkt schon, dass das nur etwas über 300 Seiten, glaube ich, hat. Ja, das wurde auch in der Leserunde ein bisschen bemängelt, dass man da ja ein paar mehr Seiten rein investieren hätte können, damit man so gerade auch so die Aufnahmeprüfung oder andere zwischenmenschliche Beziehungen ein bisschen besser ausarbeiten hätte können. Dafür gab es dann andere Szenen, die verdammt lang waren irgendwie. Aber ich fand es trotzdem ganz spannend und ich habe ja auf jeden Fall noch Band 2 und Band 3 hier. Und ich glaube, der Großteil der Gruppe, oder war es ungefähr die Hälfte? Keine Ahnung, ich verliere manchmal den Überblick. Aber ich weiß, ein paar gab es, die gesagt haben, die möchten auf jeden Fall weiterlesen oder das weiter als Hörbuch hören. Und ein Teil hat gesagt, nicht unbedingt erstmal. Aber ja, ich glaube, so richtig kacke fand es keiner. Es war für alle halt so, war ganz nett. Ja, und ich fand das einfach so schön aus. Und gerade jetzt im Herbst hat das wirklich mein Feed und meine Herbstlaune richtig bereichert. Wie gesagt, Magisterium war ja das, wo Callum an dieses Magisterium geht, ne, an diese Zauberschule. Nur falls ich das nicht gesagt habe und ihr das schon wieder vergessen habt. So, dann hatte ich ja von Patricia Spichalski Heute sind wir Freunde gelesen, weil das ja auf meiner Rache des Sub war. Genauso wie Magisterium übrigens. Also das sind beides Rachebücher gewesen. Und Heute sind wir Freunde war ja, wo diese fünf Leute in der Schule eingesperrt sind aufgrund eines Sturms und müssen da halt ja übernachten. Und die lernen sich natürlich viel, viel besser kennen mit der Zeit. Und ich fand, das war eigentlich echt eine süße Geschichte. Habe ich nicht erwartet. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe ja schon mal ein Buch von Patricia Spichalski gelesen. Das hat mir nicht ganz so zugesagt, wenn ich ehrlich bin. Da fand ich die Charaktere irgendwie ziemlich doof. Ich weiß auch nicht warum. Aber hier fand ich es eigentlich recht cool. Klar sind da sehr viele Stereotypen auch mit drin. Aber irgendwie mochte ich die Art. Und weil wir halt auch aus jeder Perspektive was lesen, kommen wir den Charakteren definitiv näher. Und ja, wie gesagt, mehr im Monatsrückblick, aber das fand ich auch ganz, ganz süß irgendwie. Dann lese ich jetzt aktuell zwei Bücher, beziehungsweise habe ich jetzt gerade einfach mal so angefangen. Einmal keine Überraschung, der vierte Band von Lockwood und Co. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erzählt, dass ich jetzt lesen möchte. Das flammende Phantom. Da habe ich jetzt das erste Kapitel halt erst gelesen. Okay, aber da muss man halt irgendwie Lust drauf haben. Und das ist für mich kein Buch, was ich jetzt beim Sonnenschein irgendwie lese. Das weiß ich nicht, ich brauche Stimmung dafür. Entweder wenn die Sonne untergegangen ist oder wenn es blödes Wetter ist. Deswegen habe ich mir ja für zwischendurch noch When It's Real, wahre Liebe überwindet alles von Aaron Watt geholt. Also rausgeholt aus meinem Stapel. Ich habe es mir nicht extra gekauft, denn das war ja mal ein Mängelexemplar, was auch bei der Rache des Sub rangekommen ist. Und das Buch ist ja auch schon ein bisschen dicker, aber ich hatte irgendwie voll Bock drauf, weil hier geht es um irgendwie einen Popstar, der möchte, dass du seine Freundin spielst. Und ja, also die Protagonistin, die hat halt wohl wenig Geld und die Kinder, die Geschwister müssen irgendwie aufs College, aber haben eigentlich auch kein Geld dafür. Und weil die halt eine Menge Asche angeboten bekommt, um eben diese Freundin zu spielen, stimmt sie dem Ganzen dann wohl zu. Aber der Popstar ist wohl so ein richtiger Arsch, so richtig bläh, unausstehlich. Ich habe da auch jetzt erst angefangen, also hier das bisschen habe ich erst nur gelesen, aber ich dachte mir, das ist so für zwischendurch mal was ganz Nettes, weil die Geschichte halt locker klingt und es hat definitiv nichts mit Geistern zu tun. Also habe ich mal wieder zwei Bücher, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ja, ich freue mich. Also ich habe momentan irgendwie so diesen Drang, ich möchte gefühlt alle Bücher anfangen. Das ist richtig schlimm, weil
fällt es irgendwie schwer, so weiterzulesen, weil ich die ganze Zeit denke, oh, das möchte ich auch lesen und das möchte ich auch lesen und das möchte ich auch lesen. Ja, ein bisschen doof, ne? Aber egal. Wie gesagt, ich bin gespannt. Und genau, was ich in diesem Vlog auf jeden Fall noch zu zeigen hätte, wären neue Kerzen. Denn die neuen Winter-Weihnachtsdüfte von Yankee Candle sind bei mir eingezogen. Die stehen da und warten noch drauf, gezeigt zu werden. Und ich habe auch einige Kerzen aufgebraucht. Also Kerzen-Content, der kommt definitiv noch in diesem Vlog nicht zu kurz. Ich habe jetzt schon den Halloween-Snack-Tisch vorbereitet, weil bei mir fängt Halloween nicht erst an Halloween an, sondern so wie jetzt, wenn es an einem Sonntag fällt, dann ja, geht's Freitagabend eigentlich los und Samstag und Sonntag und Montag habe ich einen Feiertag, also yay. Nee, ich mag das einfach so ein bisschen killefit da drauf zu haben und dann habe ich ja noch hier meine Katzenschüssel, die hat jetzt so den ganzen Schokokram, das ist von Hema, das ist von Milka und das sind halt so Reese weiße Geister. Und meine Schüssel von TK Maxx, falls ihr euch noch dran erinnert, die wird dann die ganzen Chips beherbergen. Heute habe ich jetzt die einfach mal dahingelegt. Und die andere Schüssel von TK Maxx, das war ja die gestreifte, wo ja da die Hexenfüße sind. Und da kommt dann das Weingummi rein, wofür ich extra bei Aldi Süd war. Also ja, das ist erstmal so für heute. Mal gucken, was wir dann heute Abend noch für einen Film vielleicht schauen oder Simpsons Halloween Folgen, irgendwie sowas. Und morgen, ja, kommt dann noch ein bisschen mehr. Naja, und ich habe wieder orange-schwarze Luftschlangen hingehangen, wie jedes Jahr. Kitsch, kitsch, kitsch. Und so viel zu filmen hatte ich tatsächlich gar nicht, weil ich am Samstag gefühlt den ganzen Tag unterwegs war. Also wir waren erst noch shoppen und da möchte ich euch gleich auch noch ein bisschen was von zeigen. Und dann waren wir bei meiner Schwester, denn ja, die hat ja meinen Neffen bekommen am 25. Und da waren wir dann heute zu Besuch und haben uns dann den Kleinen und die Mama natürlich angeguckt und waren die halt besuchen und das war auch, ja. Echt, echt süß, der Kleine. Ich bin ja momentan so im Kaufrausch. Ich könnte ja gefühlt immer, wenn ich irgendwelche Babysachen sehe, ich will die alle kaufen. Auch wenn ich noch selber fordert bin, was Größen und so angeht. Aber es gibt halt echt süße Sachen teilweise, ne? Genau, und gestern war ja Halloween. Also da haben wir auch hier einfach nur gegessen, Serien, Filme geguckt, wie ich das ja sonst immer mache. Und heute haben wir hier am 1. November einen Feiertag. Das heißt, da haben wir nochmal weitergemacht mit dem, was wir gestern gemacht haben. Und genau, dann habe ich jetzt noch ein Video gedreht. Da war ich sehr happy, dass ich das noch gemacht habe. Genau, aber jetzt werde ich euch erstmal noch Sachen zeigen, die ich mir gekauft habe. Ich hoffe, das geht vom Licht her irgendwie. Gerade durch die Zeitumstellung wird es ja sowieso jetzt wieder noch früher dunkel. Das ist richtig ätzend. Aber okay, ich war Seifen shoppen. Seife. Ich glaube, ich habe jetzt für die nächsten Monate erstmal genug Seife. Denn bei Balea, also von Balea bei DM, da gibt es ja diese neue Limited Edition. Da habe ich ja auch hiervon schon das Duschgel, aber noch nicht in Benutzung. Einmal Sweet Clementine mit Mandarine und süßen Vanillenblüten und Cranberry und einem Hauch von Mandel. Die waren einfach beide so süß und winterweihnachtlich. Da habe ich gesagt, okay, das passt jetzt, nehme ich mit. Wäre ich nicht noch bei Rossmann gelandet und hätte da auch noch mal Seife gefunden. So ein Junkie. Für den Winter nachher eher das mit den süßen Eisbären. Du bist mein Stern. Total niedlich.
Und weihnachtlich wird es dann aber auch nochmal, auch mit der Cremeseife mit weihnachtlichem Duft, Christmas Feelings. Also ich glaube, Winter und Weihnachten ist seifentechnisch definitiv gesichert. Dann habe ich von Catrice noch eine Limited Edition entdeckt. Meistens habe ich ja irgendwie gar nicht mehr das Glück, was LEs angeht, weil ich irgendwie immer zu spät bin. Also wenn ich mal irgendwo in einem Laden bin, da ist auch schon alles leer gegrabbelt. Aber die hatten da so süße Nagellacke. So, und das ist halt so ein, ja, so ein dunkel-lila Pflaume, auch nicht, so ein Mauve oder wie man das nennen mag. Ich bin schlecht in Farben. Aber ihr seht es ja ungefähr, die heißt auch 1002 Shiny Lilac Nails. Genau, das sind wohl Advent Beauty Gift Shop. Wahrscheinlich kann man das super in den Adventskalender packen. Ich habe es zu mir gepackt. Sah auf jeden Fall auch sehr süß aus. Dann bin ich bei Maison du Monde gelandet und ich habe angefangen, in Weihnachtsrausch zu verfallen. Also ich zum Beispiel, ich bin kein Mensch, der jetzt dieses typische Bild, was es ganz oft bei Instagram gibt, mit diesem am 31. Oktober noch alles so Halloween, Michael Myers Maske und so. Und am 1. November ist man dann so der Elf. Nee, bei mir jetzt nicht. Ich brauche schon noch bis Mitte, Ende November, bis ich da Weihnachtssachen auch wirklich raushol. Aber ich habe ja eins gelernt, man sollte immer früh kaufen, sonst ist nämlich irgendwann alles nicht mehr da. Man kennt es. Naja, aber richtig doof wurde es halt hier. Irgendwie bin ich da einfach hängen geblieben. Ja, tschüss. Nee, was ich ganz süß fand, war dieses Blechschild. Ich habe ja eine große Liebe für diese roten Trucks mit den Tannenbäumen hinten drauf. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ich habe zum Beispiel eine Tasse damit und ich fand dieses Schild einfach so schön. Ich habe zwar noch keine Ahnung, wohin damit, aber ich wollte es unbedingt haben. Und dann habe ich mir auch noch ein bisschen Deko mitgenommen, also dieses süße Ding hier, weil ich mag auch Nussknacker total gerne. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mag den Nussknacker einfach und auch Barbie in der Nussknacker. Auch die Musik von Tschaikowski, also ja, fand ich auch ganz süß so als Deko. Und dann bin ich auch direkt noch beim Weihnachtsgeschenkpapier hängen geblieben, natürlich. Einmal, wer hätte es gedacht? Mit roten Trunks, natürlich. Weil der Weihnachtsmann fährt in diesmal und ein paar Weihnachtsbäume so. Und das andere ist ein bisschen weniger kitschig. Dafür eher so in Blau, aber da sind halt dann nur so ja, Häuschen und Bäumchen. Auf jeden Fall stand da auch irgendwo noch Merry Christmas drauf. Ach, hier zum Beispiel. Ich glaube, das sieht man gar nicht so gut. Ja, also auch weihnachtliches Geschenkpapier. Kann man immer gebrauchen, ne? Genau, das waren jetzt die Sachen, die ich noch spontan gekauft habe. Ich hätte, glaube ich, noch viel mehr kaufen können, aber ich merke einfach, ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, mal langsam. Und genau, das wollte ich euch jetzt noch zeigen. Und dann dachte ich mir, vielleicht morgen oder so, wenn ich es schaffe, dann zeige ich euch meine neuen Weihnachtskerzen und meine aufgebrauchten Kerzen. Also morgen gibt es vielleicht nochmal einen Kerzentalk. Also für euch dann gleich. Ich hoffe, ich schaffe es. Wenn ich es vergessen sollte, tretet mir in den Arsch, dass ich es nächstes Mal mache. Aber ich bin auch guter Dinger. Endlich kann ich euch meine neuen Kerzen zeigen. Ich hoffe, man sieht sie auch, denn mit dem Licht und mit dieser Kamera, das ist irgendwie immer nicht das Geilste. Aber sobald ich ja jetzt nach Hause komme, ist draußen dunkel. Also machen wir das Beste draus. Ich wollte erstmal noch was anderes sagen, denn ich habe doch das Problem gehabt, dass meine eine Kerze im Herbst kaputt hier angekommen ist. Also so das Glas kaputt, dass ich es gar nicht hätte anbrennen können. Und dann wurde mir ja gesagt, dass ich einen Ersatz bekomme, dass das aber gerade nicht vorrätig ist, weil alles ausverkauft ist. Aber wenn eine neue kommt, dann bekomme ich halt eine neue. So. Dann sind irgendwie 3-4 Wochen rum gewesen und ich habe immer noch nichts gehört. Ich habe zwischendurch auch mal so im Laden geguckt, ob denn die Größe überhaupt da ist. Stattdessen ist immer nur die große Größe reingekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, frag sie mal, ob das noch kommt oder ob das nur ja, Verzögerungen gerade gibt, wie überall gefühlt auch. Über eine Woche später kam dann auch eine Antwort, dass die leider ja immer noch nicht da ist, die Kerze, ob ich eine andere haben möchte oder das Geld zurückerstattet bekommen möchte. Und da habe ich gesagt, ja, leider habe ich gerade alle Weihnachts-Winterdüfte gekauft, die neuen. Dann möchte ich das Geld lieber zurückbekommen. Denn auch wenn ich euch jetzt neue Kerzen zeige, ich habe etwas beschlossen, was mir sehr schwer fallen wird wahrscheinlich, aber ich möchte meinen Kerzenkonsum ein bisschen reduzieren.
Ich weiß, ich habe viele Kerzen. Das war schon immer so. Ich liebe auch meine Kerzen, aber sobald es nicht mehr in die dafür vorgesehenen Schränke passt, dann wird es schwierig. Und man muss mal realistisch sein. Ich kann nicht so viel abbrennen, wie ich immer kaufe, weil ich kaufe am liebsten Herbst-Halloween-Düfte oder Winter-Weihnachtsdüfte. Ja, toll, der Herbst ist die kürzeste Jahreszeit überhaupt. Ich habe das Gefühl, wir switchen ja schon langsam in den Winter rein. Und das heißt, alle Halloween-Sachen, die ich jetzt neu gekauft habe, ja, einige davon habe ich nicht mal angezündet, weil plöpp war vorbei. Und das Gleiche wird auch wieder mit Weihnachten sein. Und ich habe halt noch so viele und versuche die jetzt erstmal nach und nach aufzubrauchen. Und da ich so gesagt habe, okay, das Schlimmste ist sowieso meistens die Weihnachtszeit, aber da habe ich ja jetzt die neue Kollektion gekauft. Deswegen, ja, werde ich erstmal den Ball flach halten. Ich habe gesagt, mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Erstmal habe ich gehofft, ein halbes Jahr. Also so bis Mai, Juni ungefähr dann. Mal gucken, ob ich es durchhalte, aber irgendwann muss man mal echt einen Cut machen. Das geht nicht. Also tatsächlich gar nicht wegen des Geldes. Meine Schwester hat immer gesagt, so, boah, jedes Mal, wenn sie guckt, wie viele Kerzen ich kaufe und mittlerweile auch weiß, wie teuer die sind. Also gerade Leute, die ja nicht so in dem Game sind, die sehen ja immer nur das Geld. Und ich denke mir einfach so, solange ich damit klarkomme und ich weiß halt, wo mein Geld steht. Naja, ich zeige euch aber jetzt mal die neuen Weihnachts-Winterdüfte. Und das finde ich auch so schade. Ich würde euch so gerne nebenbei auf meinem Handy mal eben kurz gucken, wie dann im Internet die Duftbeschreibung für die jeweilige Kerze ist. Kann ich aber nicht, weil ich mit meinem Handy aktuell filme. Und vorher immer alles ausdrucken ist auch bekloppt und ich habe. Nee, ich druck viel zu viel, da muss ich auch ein bisschen sparsamer werden. Aber nur so als kleiner Wink, ich probiere mich da bald an was. Mal gucken, ob ich damit zurechtkommen werde, aber dann habe ich vielleicht mal wieder ein bisschen. Ja, eine neue Kamera und mein Handy wieder in der Hand. Kommen wir jetzt zu den Kerzen. Ich habe mir eine Kerze nur als kleinen Sampler geholt, weil ich schon geahnt hatte, dass das nicht unbedingt mein Duft ist. Christmas Eve Cocoa. Ich finde diesen Namen immer so komisch. Ja, das wollte ich unbedingt trotzdem ausprobieren. Manchmal ist man ja dann doch überrascht, aber ich weiß, es riecht für mich irgendwie wie so, als ob man bei Douglas in die Parfümerie reingeht oder so. Bin ich jetzt eigentlich dunkler geworden? Ja, wahrscheinlich. Also nicht. Das ist nicht unbedingt meins. Warum bin ich jetzt so dunkel? Aber ich wollte es halt trotzdem gerne mal ausprobieren. Dann habe ich zwei Düfte in kleinen Gläsern geholt. Einen, weil ich mir so denke, den werde ich sowieso mögen, aber ich habe halt sehr viele Tannendüfte. Ich bin momentan auch schon im letzten Jahr mega auf dem Tannentrip und das sind so für mich Wohlfühldüfte. Damit kann ich eigentlich nichts falsch machen. Und das ist jetzt Tree Farm Festival. Und das sieht auch sehr, 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 sehr süß aus und riecht halt einfach nach Tanne. So ein gemütlicher, kuscheliger Tannenduft. Obwohl ich hier auch schon wieder sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ihr das. Doch, das seht ihr, ne? Das ist jetzt nicht tief, das ist so oberflächlich, das Glas angemackt. Aber warum ist das in letzter Zeit so? Ich hatte nie Probleme und jetzt so langsam geht da die Party ab. Und ebenfalls in klein, weil ich mir nicht sicher war, ob mir das zusagt anhand der Duftbeschreibung. Ich muss sagen, das war abends irgendwann. Ich habe mit meinem Freund jede Kerze durchgeguckt. Ich habe ihm jede Duftbeschreibung vorgelesen und habe dann gesagt, okay, was denkst du? Naja, und Letters to Santa war uns halt das größte Fragezeichen von allen. Deswegen habe ich erstmal nur den kleinen mitgenommen. Aber den finde ich tatsächlich ganz nett. Aber ich könnte null sagen, wonach das riechen soll. Die Duftbeschreibungen sind eh so geil. Ich weiß noch, dass sowas auch stand wie geschriebene Briefe. Also, ne? Wie riechen geschriebene Briefe? Ich habe keine Ahnung. Aber es hat irgendwie was sehr Warmes. Also, das ist so ein Duft, wo ich mich richtig geborgen fühle irgendwie. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist. Weiß nicht, das riecht für mich einfach nach irgend so einem Parfüm oder so. Aber geil. Also, richtig, richtig toll. Wow, ich bin mal wieder heller geworden. Danke. Ich glaube, da bin ich ein bisschen traurig, dass ich den nicht in groß geholt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber ich konnte nicht einschätzen. Und da wollte ich mir jetzt nicht noch einen großen aufhalsen. Getauscht hätte ich wohl tatsächlich am liebsten mit Mary Berry. Da habe ich eigentlich gedacht, kann man auch nichts falsch machen. Beeren und Plätzchen, wieso nicht? Aber tatsächlich gefällt mir Letters to Santa besser als
Mary Berry. Ist halt schon arg beerig, ne? Ich finde, jetzt kalt kommt zum Beispiel dieser Keksduft überhaupt noch nicht durch. Für mich riecht das wie so eine Beerenmarmelade-Kerze, die ich mal hatte. Oder so ein Beereneis. Ein bisschen wie Summer Scoop, nur mit weniger Erdbeere, dafür mit mehr anderen Beeren. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, vielleicht kommt da jetzt der Duft vom Keksteig auch eher so durch, wenn er warm wird. Aber da hätte ich echt lieber Letters to Santa in groß gehabt. Bin ich ehrlich. Und mein größter Überraschungshit, den wollte ich vom Gefühl her als große Kerze kaufen. Aber Flo hat schon gesagt, nein, keine großen Kerzen mehr. Deswegen ist es so die etwas kleinere Variante geworden. Irgendwie mag ich die tatsächlich momentan auch sehr gerne. Ich weiß, preislich rentiert sich das, glaube ich, nicht ganz so im Verhältnis zur Menge. Aber ich werde es abbrennen, ist es wahrscheinlich momentan besser. Twinkling Lights. Sieht einfach mal mega schön aus. Ich mag diesen Kamin und dann die Girlande von der Tanne hier. Diese Lichter. Sieht einfach schön und heimelig aus, ne? Und der irritiert mich ein bisschen, weil, okay, ich habe gerade das Gefühl, dass ich jetzt Letters to Santa besser finde als den. Ich glaube, der könnte mir doch sehr schnell auf den Keks gehen. Der hat halt so was leicht Pudriges mit drin. Und eigentlich bin ich gar nicht so der pudrige Freund. Also Babypowder von Witch Candle, Goose Creek, ich weiß nicht mehr, war für mich das Widerlichste, was ich je angezündet habe. Das konnte ich nicht, wirklich nicht. Aber der hier hat gleichzeitig auch noch irgendwie was Schönes mit dabei. Also nicht nur mega pudrig, sondern auch noch was anderes. Ich bin schlecht in sowas. Aber den finde ich eigentlich ganz cool. Also da freue ich mich definitiv drauf. Mal gucken, wie viele Sachen ich tatsächlich abbrenne. Und nochmal einen kleinen Flashback zum Herbst. Ich habe mir auch schon mal direkt für nächstes Jahr eine neue Schaumseife gekauft, weil das ist ja immer echt ein Glücksding, habe ich das Gefühl, weil sobald die Zeit sowieso da ist, kriegt man von Bath & Body Works nie das, was man möchte. Und das ist jetzt Marshmallow Pumpkin Latte. Das gibt es dann also nächstes Jahr. Okay, kommen wir jetzt zu den aufgebrauchten Kerzen. Ich habe vier kleine Sampler aufgebraucht, eine kleine Kerze, eine mittlere Kerze von einer anderen Marke mal und zwei große. Da war ich richtig happy, dass ich die aufgebraucht habe. Kommen wir aber zu den kleinen. Da sind einige, ja, die rieche ich ja immer nicht so viel, wie zum Beispiel Autumn in the Park. Den fand ich eigentlich ganz nett tatsächlich, aber der war wenig wahrzunehmen. Der riecht halt so ein bisschen nach wirklich Laub liegt im Park und ein bisschen hat es vorher geregnet, irgendwie nett, aber kam halt leider nicht so gut raus. Der am allerwenigsten rauskam tatsächlich, war Honeycrisp Apple Cider. Kann man das sehen oder reflektiert das nur da? Also, da kam leider gar kein Duft für mich irgendwie raus. Also der riecht hier halt sehr apfelig, aber weich apfelig. Aber leider habe ich nichts wahrgenommen. Da war ich dann schon glücklicher, dass es auch noch seinen Freund Apple Cider gab, der nicht mit Honey ist, aber der war geil. Das hat richtig Hammer nach Apfel gerochen, so richtig schön kräftig auch. Den hat man wirklich wahrgenommen. Das fand ich toll. Und wenn ich auch wahrgenommen habe, wenn ich aber auch nicht so mochte, war Sunset Fields. Das waren Sonnenblumen. Der hat was sehr, sehr Warmes, aber auch was sehr, sehr Drückendes. So, ich glaube, den in groß, das wäre nicht so meins gewesen. Dann habe ich eine kleine Kerze aufgebraucht, und zwar Mulberry and Fig Delight. Und den mochte ich tatsächlich ganz gerne, weil ich habe, sobald der Herbst kommt, wird es sehr Apfel, Kürbis, Zimt. Oder Zimtapfel oder Zimtkürbis, alles in eine Mischung irgendwie. Und meistens sind die Sachen oder so Gebäcksachen, das ist dann alles sehr kräftig vom Duft her. Und dann freue ich mich halt tatsächlich, wenn ich auch einfach mal so einen fruchtigen Duft habe, der einen eben nicht so derbe erschlägt. Ja, der riecht einfach wirklich sehr, sehr frisch, fruchtig und der war besonders schön halt, wo es noch ja, zwischendurch doch noch mal heiße Tage gab, aber trotzdem schon Herbst war und dann konnte man zwischendurch einfach mal Berry and Fig Delight anmachen. Also den fand ich echt gut.
Und dann habe ich eine Kerze aufgebraucht, die ich von meinem besten Freund zum Geburtstag dieses Jahr bekommen habe. Genau. Und zwar Blackberry Macarons. Das ist irgendwie von Paioma Duftmanufaktur. Also kenne ich gar nicht, habe ich noch nie irgendwo gesehen. War aber tatsächlich ganz nett. Man merkt aber schon den Unterschied zu den anderen Kerzen, die ich sonst so habe. Also allein von der Duftabgabe. Man hat es zwar wahrgenommen, aber nicht so stark, als hätte ich jetzt so ein Yankee-Glas zum Beispiel in der Größe. Und das war halt auch hauptsächlich beerig. Fand ich aber ganz gut, konnte man ganz gut brennen lassen. Und dann habe ich jetzt noch die zwei großen, wo ich echt mich immer freue, wenn ich ein großes Yankee-Glas aufbrauche. Ja, kommen wir jetzt zu dem, was ich eigentlich mochte, aber auch gleichzeitig enttäuscht war. Es ist Crisp Campfires Apple, Crisp Camp, mein Gott, Crisp Campfire Apples. So, ja. Ich mochte ihn eigentlich sehr gerne, weil es halt so ein Apfel-Zimt-Duft ist. Der was sehr Warmes, Schönes hat. Für mich persönlich hätte der aber noch mehr Apfel sein können. Weil ich finde, der sieht einfach nicht nach mega krassen Herbst-Winter-Duft aus, so, sondern eher, es ist noch sonnig draußen, wir gehen grillen. aber es ist schon herbstlich, wir haben da so ein Lagerfeuer und hauen uns jetzt da die Äpfel in die Pfanne. Aber das war mir einfach dafür dann doch zu zimtig. Und den hätte man echt auch noch bis in die Weihnachtszeit mit abbrennen lassen können, weil der einfach so ein Apfelzimtduft ist für die Richtung. Und dann, ja, tut der für mich halt nichts in der Anfangsherbstzeit so. Aber nichtsdestotrotz, so mochte ich den Duft vielleicht mit einem anderen Label, hätte es mir dann einfach besser in Kombi gefallen. Aber kann man auch nichts machen, ist aber auch jetzt aufgebraucht. Und die andere Kerze ist Persimmon and Brown Sugar. Die, ja, hatte ich ja auch mal in so einem Bundle gekauft vor 2 Jahren oder so. Und ich mag die eigentlich, weil die mal so ein bisschen anders riecht. Ich so einen Duft tatsächlich noch nie irgendwie hatte. Ich weiß gar nicht, was ist denn dieses Persimmon? Ist nicht Khaki, ne? Oh Gott, ich weiß es gar nicht da. Aber es ist halt so was Süß-Saures irgendwie, diese Frucht. Und das habe ich halt wirklich noch nie irgendwo gehabt. Und durch den Zucker riecht das Ganze auch noch mal ein bisschen mit Substanz süß irgendwie. Aber ich glaube, das war so ein Duft, den mochte mein Freund jetzt nicht so sehr. Der war ihm, glaube ich, schon zu süß. War mir auch manchmal zu süß, aber grundsätzlich fand ich ihn gar nicht schlecht. Es ist halt immer ja nach Lust und Laune, wie einem so gerade ist, ne? Ja, fand ich eigentlich ganz schön. Das war jetzt, glaube ich, irgendwie von dieser Farmers Market Collection. Wie gesagt, da habe ich noch irgendwie eine andere mit Pumpkin, irgendwas. Mal gucken, ob ich die dann nächstes Jahr mal anzünde. Aber ja, eine nach der anderen. Habe ich tatsächlich zwei große aufgebraucht und das hat mich ja sehr, sehr happy gemacht. Gibt es noch was zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich würde den Vlog an dieser Stelle tatsächlich jetzt beenden. Wie gesagt, das war jetzt irgendwie ein ziemliches Durcheinander. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wollte so viel vloggen, aber dann gab es irgendwie nichts zu vloggen oder ich wollte dann, habe dann doch mehr Zeit so für mich gehabt. Hat man ja auch manchmal. Ach so, ich könnte euch noch erzählen, dass ich mit Göttlich angefangen habe. Das wäre noch was. Genau, Göttlich habe ich angefangen und ich kann doch gar nichts sagen. Ich habe, glaube ich, um 50 Seiten gelesen und ich weiß noch null, worum es überhaupt geht, weil es irgendwie bis jetzt nur Einführung ist. Ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung es geht und deswegen lasse ich mich da mal überraschen. Aber ja, ich beende jetzt trotzdem diesen Vlog und freut euch auf den nächsten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Das wollte ich in Vlogs nie sagen und trotzdem sage ich es am Ende immer, warum? Ich kann doch einfach gehen oder mich hinlegen und schlafen. Gute Nacht.